Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Sonntagmorgen? Ich gehe jetzt dann, okay, nicht gleich, aber ich gehe jetzt dann später raus, Harry Potter Go zocken. Oder Harry Potter Wizards Unite. Ist ja gestern am Start. Ja, aber gestern war leider hier in München richtiger Sturm, richtig regnerisch, richtig tot einfach. Das wird heute nachgeholt, falls das Wetter hält. Aber apropos tot und apropos Harry Potter. Das Thema heute, Pokémon Go, ist es tot. Ich habe es gestern im Video schon ein bisschen angesprochen und allgemein die Stimmung momentan zurzeit ist echt nicht gerade die beste. So ein kleines Loch. Pokémon ist down und nicht nur ich habe das Gefühl. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben. Erstmal, bevor ihr das macht, könnt ihr gerne liken, subscriben und kommentieren, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt. Aber ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass Pokémon momentan, ja, nicht so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Dieses Gefühl halt, dieses, ja, ist gerade nicht so geil, oder? Um ehrlich zu sein. In den Gruppen, in den Kommentaren, bei meinen Freunden, ja, da ist gerade nicht so viel Action. Und zusätzlich kommt jetzt auch noch Harry Potter oder ist jetzt da. Das heißt, die Leute, die gerade eh keinen Bock auf Pokémon haben, werden wahrscheinlich Harry Potter testen. Wer weiß, vielleicht hat Niantic auch die ganzen Mitarbeiter auf Harry Potter gesetzt und dadurch jetzt ein bisschen Pokémon vernachlässigt. Was ist das Problem in Pokémon? Ja, nicht viel Wechsel, nicht viel Frisches, immer wieder dasselbe. Klar, das ist immer der Fall. Aber jetzt so in den letzten paar Monaten hat man es doch echt extrem gemerkt. Da war es echt extrem zäh. Zum Beispiel die Raids, die waren jetzt mehrere Monate nicht interessant. Vesper war leidend, das wissen wir alle. Es gab nicht mal eine Vesper-Raid-Stunde, weil der so unwichtig und unbeliebt ist. Die haben daraus eine allgemeine Raid-Stunde gemacht, wo alle Raids erhöht wurden. Danach kam Cresselia wieder. Cresselia war okay, Shiny, hat man gerne gemacht, bis man halt einen Shiny hat. Dann war es das, dann hat man nicht mehr Cresselia gebraucht. Dann kam Kyogre wieder, zum fünften, sechsten, siebten Mal, was weiß ich. Und jetzt ist er auch noch wieder in der Feldforschung. Bisschen übertrieben. Und Golden kommt nächste Woche wieder. Der war auch oft genug da. Letztens war er doch schon wieder da, wo er auch eine Raid-Stunde hatte. Und da habe ich nur zwei gemacht, weil mehr wollte ich nicht. Und jetzt kommt er schon wieder. Also Raid-technisch ist momentan echt tote, tote Hose. Ich mache eigentlich nur Shinnok, Alola Raichu und Alola Knogger wegen Shinies. Die legendären Raids interessieren eigentlich gar nicht. Ich mache halt welche mit ab und zu für die Arena-Punkte und die Raid-Stunde und halt mit den Freunden zu chillen, aber das war's auch schon. Merkt man aber auch in den ganzen Gruppen, also Raid-technisch, ja, es klappt nicht viel los. Kein Vergleich natürlich jetzt zu Rayquaza oder so, wenn der kommt, puh. Aber allgemein, normalerweise ist auch immer mehr los. Selbst bei den Regis, würde ich mal sagen, war ein bisschen mehr Enthusiasmus da, aber momentan ist halt. Dann zum Beispiel habe ich gerade die Quests angesprochen. Früher haben die Quests jeden Monat gewechselt. Jeden Monat neues Pandir. Jeden Monat ein neues Shiny passend zu den neuen Quests. Jeden Monat neuer Feldforschungsdurchbruch. Und in letzter Zeit haben die 2, 3, 4, 5 Monate dasselbe drin gehabt. Nicht geändert, nichts gewechselt. Ich meine, was ist da los, Niantic? Wir brauchen ein bisschen mehr Abwechslung, ein bisschen mehr Schwung hier. Dann ist das Spiel natürlich auch schon eine gewisse Zeit draußen. Und da ändern sich natürlich ein paar Sachen. Die Bedürfnisse, die Ansicht der Spieler. Früher natürlich, das waren so die drei Top-Boni. Doppelbonbon, Doppel-EP, Doppelstaub. Und alle drei von den Events, Boni, waren richtig geil. Jetzt haben wir momentan Doppelbonbon. Aber an sich juckt es kein Menschen. Wozu brauchst du die Bonbons? Nächsten Monat haben wir Doppel-EP. Wen juckt heutzutage noch EP? Natürlich gibt es immer noch EP-Grinder. Und natürlich gibt es immer noch welche, die nicht Level 40 sind. Aber die, die nicht Level 40 sind, werden jetzt in den 7 Tagen auch höchstwahrscheinlich nicht Level 40. Die machen halt in den paar Tagen ein bisschen mehr EP, aber die werden so oder so irgendwann Level 40. Die haben es wahrscheinlich nicht eilig, wenn die bisher immer noch nicht Level 40 sind. Das kommt dann schon irgendwie. Nur Staub ist noch interessant. Der kommt dann im August, da wird man abgehen. Es gibt, weiß nicht, es gibt so viele Sachen. Auch die Eier. Okay, jetzt gab es bisschen Schwung, bisschen Action, aber auch die Eier waren so lange so schlecht. Ey, es gibt so viele schlechte Sachen in den Zehnern. Man will die Zehner nicht mal mehr brüten. Es gibt eigentlich fast gar nichts, was man brüten will. Ja, wie gesagt, jetzt sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Die Kirsche will man und Kommalat und sowas, klar. Aber lange Zeit, also wenn aus dem Zehner ein Bummels, ein Tarnel, ein Lavita und Dratini kommt, da freut man sich nicht wirklich drüber. Und das kann es doch nicht sein. 10 Eier müssen geil sein, da muss man sich doch freuen. Dann haben wir natürlich noch das leidige Thema der Shiny. Das stört natürlich immer noch sehr viele, wie Niantic die Shiny behandelt, wie sie rausgehauen werden, wie Niantic Shiny als Content-Ersatz verwendet und ich glaube, die haben sich jetzt damit abgegeben und ruhen sich sozusagen darauf aus und verwenden das jetzt, weil sie nichts anderes haben, aber
auch weil sie nichts anderes finden müssen als Content, weil es funktioniert ja und wieso sollten die das ändern? Also Shinies ist einfach deren Art von Content und das stört halt viele. Im Grunde genommen ist es natürlich nichts Neues, es sind dieselben Probleme, die es schon länger gab und weswegen auch natürlich viele auch schon aufgehört haben oder weniger spielen. Man muss sich immer eigene Ziele setzen und was zu tun finden, aber das Spiel und der Spieleentwickler sollte der Spielerbasis, den Spielern, auch irgendwie Anreiz geben zu zocken und man muss nicht immer selber irgendwas finden. Und in letzter Zeit ist es halt echt extrem geworden, sehr eintönig, sehr monoton, wo halt, weiß nicht, dieses Gefühl hat sich einfach ausgebreitet, merkt man halt jetzt immer stärker und stärker. Ich mache immer noch meine Arenen, ich habe da noch ein paar Ziele bezüglich der Arenen, versuche da jeden Tag meine Freunde zu bestücken mit Geschenken, damit ich da auch genug Glücksfreunde bekomme für ein anderes Ziel, mein Lucky Shiny Pokédex auf Max. Abgesehen davon natürlich Spaß haben mit den Freunden, aber auf lange Sicht, wenn da sich nichts ändert, ja, dann sehe ich schwarz für Pokémon. Vor allem jetzt auch noch Harry Potter rauskommt und viele dann sagen, hey, ja, Pokémon bockt sich momentan eh nicht, da passiert eh nichts. Zocken wir Harry Potter Go und Pokémon zocken wir dann nur, wenn was passiert, Raid Day, Sea Day oder wenn irgendein klassisches Event ist. Ansonsten wird Pokémon dann nicht mehr täglich gezockt, weil es nicht mehr den Anreiz dafür bietet. Das höre ich von vielen, das ist so der allgemeine Gedanke momentan. Wie gesagt, eure Meinung unten in den Kommentaren, wie empfindet ihr das momentan? Habt ihr auch dieses selbe Gefühl, dass Pokémon gerade in einem tiefen, tiefen Loch ist? Aber ja, ich zocke heute auf jeden Fall Harry Potter Go. Mein erster Eindruck wird dann folgen im Video. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Noch.